Landschaft, Kultur, Sehenswürdigkeiten. Alles Gründe, warum sich Österreich als Tourismusstandort einer großen Popularität erfreut. Neben den landschaftlichen und kulturellen Attraktionen sind es aber vor allem die gut ausgebildeten Mitarbeiter, die zum Erfolg des Tourismus in Österreich beitragen. Die besten Nachwuchskräfte konnten auch heuer wieder ihr Können bei der von den gastgewerblichen Fachverbänden in der Wirtschaftskammer Österreich veranstalteten österreichischen Staatsmeisterschaft für Lehrlinge in Tourismusberufen unter Beweis stellen. Damit ist natürlich auch ein großer Aufwand verbunden. Jährlich beteiligen sich viele Experten an der Organisation. Angefangen von den Juroren, über die im Einkauf beteiligt sind, über das Büro. Also alle, die da sind, machen das mit Engagement, mit Herzblut, mit Hingabe und natürlich auch mit eigener persönlicher Kompetenz und mit eigener fachlichen Kompetenz. Weil jeder Juror, der bei uns da dabei ist, hat auch selbst die höchsten Qualifikationen, die in dieser Branche möglich sind. Aber worum geht es eigentlich bei dem Wettbewerb? Lehrlinge aus den Bereichen Küche, Restaurantservice und Rezeption treten gegeneinander an und stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis. Nun werden verschiedene Aufgaben gestellt, wobei heuer ein besonderer Schwerpunkt auf dem Bereich Rezeption lag. Deshalb lag das Augenmerk heuer vermehrt auf Rollenspielen, bei denen die Teilnehmer des Wettbewerbs mit sehr vielen verschiedenen Situationen konfrontiert werden. Die Ausbildung zielt auf ganz was Entscheidendes ab. Wir haben ja eine Hotellerie, die mit einer tollen, goldenen Infrastruktur glänzt. Aber diese Ausbildung zielt eben genau auf diese Dienstleistung ab. Und das ist das ganz Besondere an dieser österreichischen Ausbildung. Da wird diese Freundlichkeit unterstützt, diese Dienstleistung, diese Entgegenkommen, diese Kommunikation, diese Sprachenvielfalt, die uns unterscheidet von vielen anderen Ländern. Und das ist in Wirklichkeit das, was uns dann am Ende des Tages auch von den anderen Ländern unterscheidet und auf was ich stolz bin, auf unsere Jugend hier im Tourismus in Österreich, ob das jetzt Köche sind, ob das Kellner sind oder ob das auch unsere Rezeptionsmitarbeiter sind. Und wieder einmal haben sich die jungen Wettbewerbsteilnehmer bestens bewährt, worüber Veranstalter und Betreuer natürlich sehr stolz sind. Wir sind gerade im Tourismus sehr, sehr stolz darauf und man weiß immer, wie man über den Tourismus in der Öffentlichkeit oft spricht. Und daher erinnern, glaube ich, sieht man, dass ganz das Gegenteil der Fall ist, nämlich diese hohe Dienstleistungsqualität, die hier von unseren Lehrlingen wirklich in Spitzenklasse geboten wird. Und da ist natürlich Österreich insbesondere, wenn man sich das anschaut, im Vergleich mit anderen Ländern einfach wirklich Weltmeister. Also die duale Ausbildung ist einfach ein tolles Projekt und das zeigt natürlich, wie toll Österreich im Tourismus dasteht. Der Wettbewerb hat bewiesen, dass die Lehre aufgrund der Praxisnähe den Gastronomieschulen den Rang abläuft. Durch das duale Ausbildungssystem haben die Lehrlinge sowohl die Möglichkeit, eine schulische Bildung als auch die direkte Praxiserfahrung zu machen. Um die Lehre weiter attraktiv zu halten, besteht auch als Lehrling die Möglichkeit, die Matura zu absolvieren. Auf europäischer Ebene, wo die duale Ausbildung nicht so verankert ist oder in verschiedenen Ländern wie hier in Österreich, da wird es immer ganz verwundert angesehen, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer die Aufgabe der Ausbildung übernehmen. In anderen Ländern, wo die Jugendarbeitslosigkeit höher ist, wie in Österreich, da gibt es keine duale Ausbildung, wo die Unternehmer und Unternehmerinnen die Verantwortung übernehmen. Gut sind die Chancen natürlich für die frischgebackenen Staatsmeisterinnen, denn sie haben sich wieder einmal gut bewährt. Die Freude ist dementsprechend groß. Ja, perfekt. Nein, ist unbeschreiblich, ja. Hätte ich mir nicht gedacht. Super, super gut. Und Pläne für die Zukunft gibt es auch schon. Auf Saison gehen, irgendwas in Tirol, vielleicht am Arlberg oder am Wilden Kaiser. Das steht noch nicht ganz fest. Weiter Gas geben, einfach nur weiter Gas geben. Ich will an die Weltspitze. Ich will weiter Gas geben. Auch nächstes Jahr wird der Wettbewerb wieder stattfinden und junge Menschen dazu motivieren, teilzunehmen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.